Hey, herzlich willkommen. Wir sind One Day Out vom Invictus Cup 2024 in München. Hey, no me don't stop. Only help a real cause. Hood legend on some pock. Manifested till I'm living large. High balling cause the sky falling. I'ma catch a little peace though. Also, neues Low am Showday. Und bei dir checken wir jetzt, ne? Wir müssen jetzt kein Gewicht machen oder so, aber interessant ist Interessant. trotzdem. Ja. Socken. Mit Socken. Ja, 87. Wundervoll. Was hattest du in Amsterdam? Da warst du so bei 85,1. irgend sowas, ja. Ja. Ja, 2 Kilo mehr. Und da wird noch ein bisschen Wasser jetzt rausgehen, in den nächsten 6 Stunden. Hier kurz die Men's Physique Glutes und Legs zeigen. Also, so kann man auch Nice. aussehen, der Men's Physique, ne? Ach so, ganz kurz. Wie fühlst du dich eigentlich? Willst du jetzt mal gerade die Situation nutzen und sagen, was wir überhaupt die letzten 3 Wochen gemacht haben? 3 Wochen Prep, jetzt ein Wettkampf und dann wieder Offseason und dann Herbst. Jawohl, geil. Und dafür bin ich sehr zufrieden. So, wir sind jetzt fertig mit Farbe. Ihr habt ja schon seine Glute-Striations von heute Morgen gesehen. Das gab es übrigens zum Frühstück mit bisschen Datteln. Und jetzt machst du mal eine schöne Mos Muscular, Digga. Und ein Vakuum danach. Aber erstmal. Zack. Men's Physique. Schön. Okay, let's go. Heute Morgen ohne Klamotten. Ich hab ordentlich was weggeschmissen an Gewicht. Ist gut, ist gut, ist gut. Jo, Kostas ist auch da. Was machen wir hier? Ein bisschen auf die Bühne, ja? Ein bisschen tanze, ja? Ein paar Posen mit dir. Frage? Ich denke schon. Easy. Easy. Henry auch gerade dran, wird gleich noch gemessen und dann let's go. Wie groß bist du? 1,75. Ach, das ist schön. Okay. Auf der Arnolds gab es nicht mal irgendeine Tüte, Digga. Also natürlich auf der Messe haben wir abgestaubtes Todes, aber hier ist auch cool. Tageskarte Invictus Gym, Digga. Battleway. Es gibt ein Big Zone T-Shirt. Nice. Dann gibt es hier eine Homöopathie-Box, Digga. So, einmal mit Starter nochmal. Anhand schon auf die Bühne, deswegen gehen jetzt hier so ein bisschen die letzten Vorbereitungen. Nochmal Hose neu binden, Starter nochmal dran, bisschen pumpen. Öl haben wir, ja? Öl haben wir, jawohl. Sirk ist jetzt, ja, es dauert noch ein bisschen, aber er holt sich jetzt erstmal überall Grundpump rein und dann legt er sich wieder hin. Schluck trinken, 50 Milliliter und nochmal ein paar Butterkekse. Ein so ein Streifen, so eine Reihe. Okay, wir wollen eigentlich nur die Fülle halten, weiter austrocknen. Okay. Diurese läuft noch. Costa, nochmal kurze Info für die Storyline. Gegen wen startest du eigentlich heute? Haben wir schon gesagt, dass Sie gegen dich startet und andersrum? Ja. Haben wir nicht, glaube ich. Doch. Auf jeden Fall, das ist das Battle. Das Battle Battle of the German Champions. Battle of the Crash Diets. 3 Wochen Let's Prep. Let's fucking go. Let's fucking go.
Party am 1.0. Alles gut, Mann. Läuft. Soweit, so gut. Ich bin happy. Hast du einen Punkt da, oder? Ich habe zwei da und einen nochmal Classic. Du hast differenziert. Ja, klar, stimmt. Ich habe gerade noch mit Susi geredet. Ja, der startet noch. Aber erst was er kann, jetzt wirklich unmittelbar. Trockener als in den USA und damit meiner Meinung nach auch besser. Ich bin gespannt, was das gibt, ey. Ganze Zeit Center. Nicht so schlecht. Soll ich was trinken? Schluck Wasser, Rack Kekse. Meinst du echt? Rack Kekse. Was essen, oder? Ja. Okay. Direkt. Ja, wo ist denn die Frau? Weil die hat mein Wasser. Die ist, glaube ich, schon bei den Zuschauern. Ich hab ein bisschen eher, das kannst du auch trinken. Ja, ich brauche irgendwie. Keine Datteln, Kekse, ja? Nee, Kekse. Einfach so ein Rack Kekse. Zack. Direkt Siegerehrung. Okay. Das Finale kommt jetzt. Okay, Baba. Viel Spaß. In der Klasse Men's Physik, der Athlet mit der Startnummer 117. Ja!
Jungs, ihr seid von der Bühne, standet Center, immer abwechselnd. Er war am Ende in der Mitte. In der Theorie. Ich mein Hasker. Wenn du in der Theorie ist es natürlich, wenn du am Ende in der Mitte standest, heißt das was Gutes. Ich bin Zweiter. Mal gucken. Aber Sirk, geh erstmal zum Buffet, komm. Bei den Bowls vielleicht, das war ja überall. Ich muss nur weiterlaufen. Irgendwas dabei, was dich anspricht? Ja, der Kuchen. Wir hätten dann noch Aprikose in den Bowls. Mond ist perfekt. So, dann gönn dir mal dein erstes Stück Kuchensaft. 3 Wochen Diät. Kleines Fazit. Erster Klassensieg beim NPC, ist schon mal sauber. Hatten wir noch nicht. Und jetzt holen wir uns ein bisschen Blut für Herbst. Und dann nochmal mit längerer Prep noch härter. Aber ich denke, wir können uns nicht beschweren, Bro. Yo, what's up? IFBB Pro, Mann. Ach, ich wollte schon Marci sagen hier, Fabian. Also, Papa, läuft. Ich hab verloren, ich hab versagt. Ich will doch gar nicht. Gehst du nochmal auf die Bühne? Ich hab. Costa liegt da noch rum, weil er muss noch. Bodybuilding starten. Er möchte noch im Bodybuilding starten, das heißt, er geht nochmal in den Start. Kleine Zusammenfassung, Costa ist Zweiter geworden in der Classic Physik B. Sirk, nach 3 Wochen Prep, erster Platz. Knapp Gesamtsiegerstechen, Feedback von den Judges war, dass man es ihm auch hätte geben können. Ach, wirklich? Apples was ordentlich. Ich habe zumindest einen gefragt, genau. Cool. Ich wollte Feedback. Okay. Also hätte man anscheinend auch ihm geben können und wie gesagt, 3 Wochen Prep, Herbst, mehr Muskulatur und härter. Dann können wir, denke ich, uns nicht beschweren, dann wird das auch was mit dem Gesamtsieg. Und ja, Henry, Mensch für Sieg B gewonnen und Gesamtsieg, das freut mich sehr. Man will das ja natürlich, wenn man auf den Wettkampf fährt, aber wenn es da wirklich passiert, ist immer noch mal geiler. Also, ne, geiler Wettkampf. Coach Steve hat rasiert. Wir sind happy. 2 Athleten, 2 Klassensieg, 1 Gesamtsieg, hätte nicht besser laufen können, Jungs. Also, I'm on the mezzanine, I go so hard just to fuck up my enemies. Don't need revisions, success is the remedy. Aim for the top, I'ma do them like Kennedy. Mix the champagne with the Hennessy. They falling, nobody's niggas is winning leaves. Life gave me limits, I came out with simply. Look, I don't associate, no, we can't congregate. Focus like number 8, my shit is infinite. Move out the trauma, my therapist healing it, huh? Know that you feeling it, huh? I'm just too weird with this, huh? Came with the bass and I'm slapping you niggas. I feel like I'm willing this, huh? Look, knock in the f***. Kill them all at the top of my bucket list. None of you on my f***ing list. I go so hard when I come like this. Look,
Yeah, I go hard and I run up the numbers. Grinding the winter to fuck up the summer. Telling you, Nick, beware that I'm coming. Coming from the bottom, now stepping on the neck. I've been working, I've been grinding. I need all of my respect. Get it, dollars, yen, euros. Now really cash a check. Mezzanine is on the day. Mezzanine is on the day. Coming from the bottom, now stepping on the neck. I've been working, I've been grinding. I need all of my respect. Get it, dollars, yen, euros. Now really cash a check. Mezzanine is on the day. Mezzanine is on the day. Platz, Bronzemedaille geht an den Athleten mit der Startnummer 171, Matthias Pastors. Der zweite Platz geht an die Startnummer 159, Ronny Kleppinger. Und damit herzlichen Glückwunsch an den Sieger Open Light Heavyweight 134, Konstantinos Kalavalikis.